Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 936. Die heutigen Mods sind auch wieder mal für die Consoleros gedacht, mit der Xbox One und der PlayStation 4 den Landwirtschaftssimulator spielen. Und wir stehen vor der ersten Mod. Genau, das hier ist es. Und hier geht's runter. Hier ist ein Lichtschalter, aber kein Licht. Wir haben hier Außenflächen und Punkte angesetzt. Und wenn wir hier drauf gehen, hier sehen wir ein Förderband. Und das ist das Förderband. Genau, das ist der ganze Trick. Wir haben hier ein Förderband, was wir auf- und abbauen können. Wenn wir nämlich was abgeben, dann schütten wir es hier rein. Und mit dem Förderband holen wir es wieder raus. Und was lagert man in einem Keller? Weil genau das ist das Ganze, was es hier darstellen soll. Richtig, das ist für Rüben und Kartoffeln jeweils 100.000 Liter. Das ist der ganze Trick. Na? Das ist die Rutsche. Das heißt, das muss man installieren, wenn man es abgibt. Dann geht hier auch ein Loch auf. Finde ich sehr schön gemacht auch übrigens. Ne? Geht hier das Loch auf und da geht es dann rein, unten in den Keller. Ich mache das hier nochmal weg, zeige das andere hier auch nochmal. So, und so geht das Ganze wieder raus. Und dann geht hier auch das Loch auf und das ist das Förderband, was das Zeug wieder rausholt aus dem Keller. Also sehr schön gemacht, man muss halt nur eine kleine Umschaltung hier machen. Man kann natürlich hier Tür schließen, das ist schon der ganze Trick. Und schon hat man den kleinen Keller. Also finde ich sehr gelungen, also sehr schöne Geschichte. Auch schön kompakt, ne? Weil untere Erde sieht man eh nicht. Also passt schon mal sehr gut. Ich würde sagen, wir gucken uns mal im Shop an. Finden wir natürlich unter Platzierbares, unter Silos, ganz am Ende. 55.000 kostet der Keller, aber man muss halt ein ziemlich großes Loch buddeln, muss man zugestehen. 20 am Tag müsst ihr dann dafür investieren. Und Getreide eingeliefert ist vielleicht nicht unbedingt der Satz. Ihr seht, das hier geht hier um Erdfrüchte halt, ne? Nämlich Rüben und Kartoffeln. 100.000 Liter, das ist immer der Wert pro Frucht. Also eine sehr schöne Geschichte. Schöne erste Mod. Wir gehen eine Runde weiter. Und kommen zu diesem guten Stück hier. Hier sehen wir schon eine schöne Holzverriegelung. Und eine Werkstatt auf der einen Seite. Schön mit Deko-Geschichten und sowas. Und hier haben wir schöne Schiebetüren, die uns auch in diese Unterstellmöglichkeit hier führen. Sieht sehr gut aus. Ne? Wir können hier drin Licht anmachen. Auch das passt gut. Man kann hier hoch und dann sieht man hier oben auch die anderen Deko-Geschichten noch. Hier oben liegt noch Holz und hier ist noch eine Leiter und da geht es in die Werkstatt runter. Hier auch noch so ein bisschen Besen hingestellt, Dekoration, untere Treppe. Das kann ich die Tür hier auf, hatte ich gar nicht getestet. Und die Tür geht auch auf. Hier haben wir noch einen kleinen Stuhl, sowas so sieht man sonst meistens nicht. Ich komme hier nicht so... Doch, ich komme hier durch mit ein bisschen Schwung. Und die Tür für Personal hier, die ist zu leider. Ja, hier hat man eine kleine Werkbank und eine Flex. Eine Flex braucht man in jedem Auto. Ja. Ne, das kennen wir, ne? Antriebswellengeschichten mäßig und so. Und dann, ja, hier haben wir noch einen kleinen Tunnel und sowas. Also das sieht doch ganz witzig aus. Ne, auch hier die Metallgeschichten und die Holztexturen sehen sehr gut aus. Auch wenn man hier sich den anderen Part anguckt. Das war auch drüben bei dem, auch hier die Außengeschichte, wo ganz leicht die Farbe ab ist sozusagen. Fensterrahmen sehen gut aus. Das war drüben im Keller natürlich auch schon so. Der sah auch sehr gut aus. Ich finde auch hier oben dieser Einsatz für den Lichtpart bei der Werkstatt gut, ne? Wie gesagt, wir haben hier ein paar Türschiebemöglichkeiten, das Ganze hin und her zu bewegen, ne? Hier mit Regengossen, außen auch Holz, Dach hat noch einen Solarpart oben drauf. Ne? Das ist auch schön richtig stufenmäßig gesetzt. Also eine sehr schöne Halle mit Werkstatt, finde ich. Könnte ich mir gut auf dem Hof vorstellen, sowas. Ne? Hat schon was. Ist die Frage, ob das reicht immer hier, ne, wie weit der Punkt hier geht. Weil es ist natürlich nicht super breit hier. Ne, aber wie gesagt, sonst echt ordentlich. Gucken wir uns auch mal ganz ordentlich im Shop an. Sollten wir unter Hallen finden. Und da haben wir sie auch schon. 30.000 kostet die Maschinenhalle und 10 am Tag. Ne, und da steht darunter auch Halle mit Werkstatt. Das ist schon der ganze Trick. Solar bringt uns jetzt pro Tag nichts extra ein. Dafür kostet sie mit 30.000 auch so gut wie nichts. Das ist doch ganz okay. So, wir kommen zur nächsten Werkstatt, ich habe gesagt, zur nächsten Unterstellmöglichkeit. Und da haben wir sie auch schon und wir sehen auch schon die ganzen Tore dazu. Ich werde jetzt hier mal eins aufmachen. Seht ihr, auch da geht der Riegel schön zur Seite. Das hier ist eine Durchfahrtsvariante sogar.
Ne? Kann ich hier auf beiden Seiten öffnen, also auch zur Außenseite hin. Ihr seht selber, es sind Dächer aneinander gesetzt. Die Texturen auch hier sehr gut. Also heute haben wir mit den Texturen echt Glück. Ne? Das kommt alles sehr gut rüber. Wir haben hier auch keine große Kante oder sowas in der Richtung. Lass mal gucken, was wir hier in der Ecke haben. Deswegen mache ich die Hilfe mal an. Und da seht ihr es. Einblenden oder ausblenden. Genau. Wir haben hier nämlich die Möglichkeit, eine Werkstatt ein- und auszublenden, aber keinen Werkstatt-Trigger, weil es ist einfach nur die Optik. Das heißt, wenn ihr die Dekoration haben wollt, okay. Wenn ihr sagt, nö, ich nehme das lieber als Stellfläche, ne, weil ich das bis in der letzten Ecke brauche, ist das auch gut. Ne? Man hat hier noch ein, zwei Deko-Geschichten, so wie Schaufel und so ein Sack hier in der Ecke stehen. Die stören aber nicht sonderlich. Wir haben hier noch, wenn wir reinkommen, das Licht. Das macht es auch schön hell. Und zwar auch nicht untere Decke groß, sondern echt so wie eine Ausstrahlung und Ausleuchtung. Auch wer. Auch das Gebälk hier oben seht ihr. Sehr schön gemacht. Wir können hier durchlaufen. Glaube ich, genau. Hier haben wir nochmal eine sehr große Unterstellfläche. Hier haben wir auch nochmal extra Licht. Auch das hier sehr gut beleuchtet. Und hier haben wir im Prinzip vier Stellflächen untereinander. Und hier haben wir noch in der Ecke rein. Ne, genau wie teilweise auf der Seite auch noch sehr große Stellflächen, um was reinzustellen. Also hier kann man echt viel machen und echt viel reinstellen. Finde ich, ist eine sehr gelungene Halle, das Ganze hier. Sehr schönes Ding. Wenn wir mal außen rumlaufen, dann seht ihr, ist da ne, einfach nur eine Bodenfläche drumherum. Das ist nicht unbedingt die super kleinste. Das seht ihr hier auch. Ne, aber ich finde, es ist alles trotzdem sehr gelungen. Hat einen schönen Betonsockel drum. Also die Halle sehr gut. Der Keller gefällt mir sehr gut. Das ist auch ein schönes Teil. So, die Halle gucken wir uns natürlich auch an. Habt ihr gerade vielleicht im Ansatz schon gesehen. Das ist, die kostet 70.000 und nur 22 am Tag. Also die Folgekosten pro Tag sind sehr niedrig hier. Und 70.000 ist für die Größe auch okay. Also guckt euch das Ding an. Da geht also, ne, die Größe sieht man am erst von dieser Seite am besten. Da passt also echt einiges rein. Ne? Ihr habt die Möglichkeit, so locker 6 Geräte bequem unterzustellen oder 6 Fahrzeuge unterzustellen und habt in den Eckbereichen drüben auch noch Stauraum für andere Maschinen. Also sehr schön gemacht, kann ich anders sagen. So, dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Die haben wir hier. Und da seht ihr auch schon, worum es geht. Genau, wir haben hier Mist, wir haben hier Gülle. Das könnte man für den Schweinestall halten. Wenn wir jetzt die Tür aufmachen und reingucken, sehen wir, ne, da sind sie, die kleinen Kühe. So sieht's aus. Sehr schön gemacht. Kühe in klein und groß. Was nicht so schön gemacht ist, aber es ist mal die Frage, in welcher Zeit das Ganze spielen soll, was ihr macht. Ne? Hier könnte man natürlich auch nochmal rein. Es ist halt ein Kuhstall ohne Wiese oder sowas dabei. Ne? Wir haben hier noch einen Garagenanteil dabei. Der sieht soweit auch ganz ordentlich aus. Da kann man also sowas reinstellen. Ne? Texturmäßig ist das hier auch soweit okay, da kann man nichts zu sagen. Ne, auch die Dachgeschichten hier, der kleine Anbau, schön runtergezogen, ist nämlich von dieser Seite hier eine Unterstellmöglichkeit. Und das andere war eine Durchfahrmöglichkeit. Hier auf der Seite wird dann die Milch abgeholt, drüben ist Gülle und Mist, damit hat man alles und innen drin muss man für die Futtergeschichten sorgen. Ne? Tiermenügeschichten und sowas. Ja, und hier noch, wie gesagt, die Unterstellmöglichkeiten. Einmal für ein bisschen Geräte, Gebälk und sowas hier. Sieht alles gut aus. Artgerechte Haltung heutzutage ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber auch hier selbst Dekorationsgeschichten, sowas, ne? Hier wie ne, die Fensterrahmen mit den angelaufenen Fenstern, die Steinkante dort drin. Sieht sonst optisch trotzdem gut aus. Wir schauen uns hier auch mal den Shop an. Kuhstall, 60.000 und 20 Kühe sollen reingehen. Das ist natürlich mehr eine optische Täuschung, weil da gehen, wie ihr seht, 4 rein, genau. Nein, also 20 sind es offiziell von der Zählung, ist es bei jedem Kuhstall ja so, dass nicht alle dargestellt werden können. Ne? Und auch nicht alle dargestellt werden. Ja, 60 am Tag müsst ihr dafür bezahlen, 20 Kühe gehen rein, 60.000 müsst ihr dafür berappen. Aber damit sind wir noch nicht am Ende für heute, weil wir hüpfen noch einmal Richtung Shop. Da habe ich nämlich noch was stehen. Da seht ihr es auch schon. Die Besonderheit hier, das ist jetzt ein Sunhammer ne, Gülletechnik, ein Fass. Da kann man natürlich auch andere Technik hinten dran setzen noch, die Verteilungsgeschichte oder sowas, aber das ist halt als Mod nicht dabei. Deswegen habe ich hier die reine Variante gezeigt, wie sie dabei ist. Und die Besonderheit hierbei, warum es überhaupt mit aufgetaucht ist, ist nicht nur, dass die gut aussieht, sondern dass es in verschiedenen Größen gibt. Und diese verschiedenen Größen können wir auch darstellen. Das sehen wir auch gleich dann im
Shop. Also dieser texturenmäßig und sowas sieht das hier alles sehr, sehr gut aus. Da kann man nichts zu sagen. Wenn wir uns das Ganze nämlich jetzt im Shop angucken, finden wir natürlich dann unter Gülletechnik. Scrollen ein bisschen rüber. Da seht ihr es am Ende. Ne? So sieht es aus. 12.000 Liter gehen so rein. Und wir haben die Möglichkeit, die Kapazität zu erhöhen. Dann wird das nicht einfach nur mehr, sondern es ist auch die Tankform, die sich ändert. Ne? Ihr seht, mit den Stufen werden die Tanks hier oben drauf größer. Finde ich also sehr schön gemacht. Meistens hat man, wenn man Kapazitätsgrößenänderungen hat, ja, bei Hängern klar, aber bei Güllefässern wird es einfach immer nur mehr oder sowas, weil jemand das einfach nur aufgebockt hat. Aber hier ist es tatsächlich das Fass, was variiert. Und deswegen fand ich das eine sehr gelungene Geschichte. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, dicke Reifen draufzusetzen. Wir können die Farben noch ändern, je nachdem, was wir damit transportieren wollen, dementsprechend, oder welche Farbe es haben soll, wie freundlich es aussehen soll. Ne? 14,80 m Arbeitsbreite haben wir, 120 PS brauchen wir, und im Betrieb ist das Ganze dann mit 13 km/h unterwegs. So, ja, so sieht es aus, und zeige es nochmal von oben. Wie gesagt, Texturen alles super, und das ist jetzt die größte Variante. Fast die andere würden das Ganze einfach immer nur stückchenweise flacher machen. So sieht es dann aus. So, ja, aber was soll ich sagen? Ihr ahnt das bestimmt richtig. Wir sind am Ende der ganzen Geschichte für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen, und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung, und bis morgen.